Hallo, willkommen zum 20. Part von Let's Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Heute mit Dr. Mario. Heute mit Dr. Mario. Rabiates auf Rezept. Ja, Dr. Mario ist eigentlich eine sehr alte Spielfigur eigentlich. Es ist ein alter Charakter eigentlich. Das war so ein Puzzlespiel eben, wo man verschiedene Tabletten eben zusammenfügen musste eben. In Form von Puzzlen eben. Also musste verschiedene farbige Tabletten kombinieren und eben dann damit die ganzen Viren besiegen. Das war das Spiel Dr. Mario eben. Es gab auch einen Handy-Ableger, aber der war sehr unerfolgreich und deswegen wurde er am Ende eingestampft. Von Nintendo eben. Der ist Dr. Mario World. Beim ersten Mal in Smash war er in Melee dabei eben. Und dort war eigentlich nur Mario eben. Hier drin ist er wirklich ein echter Charakter. Er hat nämlich eigene Moves eben auch und ist wirklich eigen. Jetzt kriegen drei Kirbys, also ich bin auch schon in Form der Viren. Ups, das war blöd von mir. Das nervt mich nicht, ihr Blöden. Ach komm schon, ich jetzt schon rausfliegen. Komm schon her. Ach komm schon, nur wegen der Bombe. Alles kaputt. Und jetzt hier in drei Yoshis. Es sind immer Dreierkämpfe, wie es aussieht. Immer Dreierkämpfe. Ooh.
Eben drei wie vier Tellerinnen gleich mal. Also gleich raus, wow. Aussieht, das muss ich ja fotografieren. Das aussieht, das wird ja hinfallen. Gegen der Robs jetzt mal. Gegen der Robs. Jetzt wird schwer auf alle Fälle. Jetzt gegen drei Varios. Komm schon, was ist der Blödsinn eigentlich? Das ist gleich, immer das gleich. Ende. Schon ist es vorbei. Das war kein Problem eigentlich. Erst noch das Bonusspiel und dann kommt der Boss. Mann, kannst du dich schnell laufen? Komm schon, Mario, renn schneller. Nein, Dr. Mario mach ich, Dr. Mario mach ich. Klar, das bin ich auf. Und der Boss ist...
Master und Crazy. Ach, kommt schon. Auch nicht schon Master und Crazy. Wie oft denn noch, ehrlich, Mann? Ist schon zum Reichts, ehrlich, Mann. Schon wieder, ehrlich, Mann. Was ist denn der für ein blöden Erdrungsmove eigentlich? Ist sie besiegt. Sag ich ja, es sind eigentlich keine großartigen Sperrengegner mehr eigentlich. Und das war schon, oder? Das war schon, ach komm, das war jetzt echt eine schlechte Kampagne eigentlich. Weil der Boss nicht gepasst hat. Der Boss war einfach immer noch der gleiche, immer noch Crazy and the Master End. Und du machst eine ziemlich gute Kampagne eben, weil es war ja alles in Farben der Viren geteilt eben. Weil die Viren waren rot, blau und, glaube ich, gelb, genau. Und die Viren hatten auch noch einen Auftritt in Mario Superstar Saga, glaube ich, noch, genau. Trotzdem, gute Kampagne eigentlich, bis auf den Boss, die da mal eben, dass da mal Crazy und die Master gewesen sind. Ja, wir sind zu oft dran, einfach die beiden.
Es passt zu ihm einfach eigentlich. Das passt gut zu ihm, das Bild. Endergebnis. Kommandant, keine Ahnung, was es ist. Und sonst ins nächste Leben, ja. Das war's auch schon mit dem 20. Part von Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.